Hi, in diesem Video wollte ich mal darauf eingehen, wie man einen Bleistift bzw. Kohlestift am besten anspitzen kann. Da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, die wollte ich dir in diesem Video vorstellen, also dranbleiben. Hi, ich bin Jortut, ein Zeichner mit mehreren Jahrzehnten an Erfahrung und Zeichendozent, der hier auf YouTube dir verschiedene Zeichentutorials zur Verfügung stellt. Es lohnt sich also, den Channel zu abonnieren und auch mal auf die Glocke zu klingen, damit du Bescheid weißt, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Und du kannst auch gerne bei mir auf der Website vorbeischauen. Da findest du noch mehr kostenlose Zeichentutorials, Downloads und ich habe auch unterschiedliche Zeichenkurse für dich, die dann entsprechend im Detail auf verschiedene Themen eingehen. Also gerne vorbeischauen. Aber lass uns jetzt mal mit dem Tutorial loslegen. Ich zeige dir jetzt erstmal, wie man einen Bleistift anspitzen kann. So, hier habe ich einige Sachen für dich zusammengelegt, die du zum Anspitzen von einem Bleistift benutzen kannst. Im Endeffekt, wenn du einfach Einsteiger bist oder so, ne, dann kannst du im Prinzip auch den einfachen Anspitzer nutzen. In dem Fall hier funktioniert er ganz normal, das kennst du ja, ne, dass man hier im Endeffekt eine Klinge hat. Der ist relativ sicher und mit dem kannst du vernünftig arbeiten. Den gibt es für dünne Bleistifte, dicke Bleistifte auf unterschiedliche Art und Weise. Und den gibt es auch mit einem, ja, ich sag mal, so einen flacheren Winkel hier für Zeichner im Prinzip oder Zeichnerin, um den Bleistift ein bisschen flacher anzuspitzen und ein bisschen mehr Mine zu bekommen. Ja, das ist der Einsteiger, ja, ich sag mal so das Einsteigerwerkzeug. Das kannst du immer benutzen, ne? Und das ohne Probleme. Was wir aber grundsätzlich ja haben wollen bei einem Bleistift, ist im Endeffekt, dass wir hier bei der Spitze die Mine, ja, die wir hier vorne haben, dass wir die ein bisschen mehr freilegen können. Und das machen wir, weil wir im Endeffekt hier ein bisschen mehr Mine haben wollen, die wir flach hier so aufdrücken können. Und zusätzlich sind wir ein bisschen, ja, ich sag mal, anspitzfaul, ja, dass wir ein bisschen länger auch mit dem Stift zeichnen können, ohne dass wir den ständig anspitzen müssen. Ja, das bedeutet also, wir wollen ein bisschen mehr von der Mine frei haben, um so ein bisschen genauer mit dem Stift zeichnen zu können. Ja, und das machen wir, indem wir einfach ein Cuttermesser benutzen. In dem Fall verwende ich hier so einen speziellen, ne, den ich einfach in einem Zeichenset mit dabei habe. Ganz wichtiger Hinweis für Kinder, ja, wenn ihr diese Übung machen wollt, dann fragt einen Erwachsenen, dass er euch ein bisschen dabei hilft, denn mit spitzen Werkzeugen, ja, da sollte ein Erwachsener auf jeden Fall dabei sein. Also bitte fragt nochmal Vater, Mutter, Tante oder Onkel, ja, dass er sich mit dabei setzt und ein bisschen drauf achtet. Wichtig ist immer, wir wollen also das hier ein bisschen freilegen. Das erreichen wir eigentlich nur mit so einem Messer. Und das hier vom Finger, also haltet den Finger weiter weg hier im Endeffekt von der Klinge und dann vorsichtig und von der Hand weg natürlich hier anfangen, einfach mal die Sachen abzutragen. Also im Prinzip das Holz abzutragen und mehr von der Mine freizulegen. Ja, ganz vorsichtig. Und je weiter ihr euch hier nach vorne bewegt, ja, am besten ihr nehmt so einen Behälter, wo ihr reinspitzen könnt, ja, je weiter ihr euch nach vorne bewegt, desto vorsichtiger solltet ihr sein, denn so eine Mine und je weicher der Stift ist, in dem Fall hier 4B, desto eher bricht dann zum Beispiel die Spitze ab. Also seid hier vorne bisschen vorsichtiger beim Anspitzen. Das machen wir nachher noch bei einem Kohlestift. Da sind die Minen besonders empfindlich. Bei den Bleistiften ist das noch ein bisschen einfacher. So, jetzt habe ich hier die Mine im Prinzip freigelegt und jetzt sehen wir, wie die aussieht im Endeffekt. Ja, da
Die hat so eine Kante drin. Jetzt mache ich das erstmal auch mit dem Messer. Ein bisschen vorsichtig kratze ich das weg. Mache die so ein bisschen flacher. Ich kann das entweder direkt mit dem Messer machen. Oder ich kann auch einfach hier immer wieder das Messer schließen, wenn ihr damit nicht mehr arbeitet. Oder ich kann Schleifpapier dazu nehmen. Im Endeffekt gibt es entweder so Künstlerschleifpapier hier, wie das hier zu sehen ist, oder ihr nehmt einfach normales Schleifpapier. Ja? Und dann einfach drehen den Stift so ein bisschen und dann das, was wir erreichen wollen, ist, wir wollen hier eine Spitze bekommen. Eine scharfe Spitze und eine sehr flache Seite von dem Stift, im Prinzip von der Mine. Deswegen drehe ich das so, das wäre erledigt. Ja, kann man mit dem Finger ein bisschen sauber machen und wir sehen, dass hier, ja, das können wir auch drauf lassen oder ihr könnt das noch ein bisschen so abmachen. Das ist euch überlassen. Ne? So, aber was wir bekommen haben, ist eben eine sehr, sehr feine Spitze, wie wir hier sehen. Ja, die ist sehr, sehr spitz und wir können damit einerseits jetzt sehr feine Details einzeichnen und das über eine längere Zeit, ohne anzuspitzen. Und andererseits haben wir jetzt eine flache Seite im Prinzip hier und können eine größere Fläche nutzen, um zu schraffieren. Ja? So, dafür ist es da im Endeffekt. Dafür spitzen wir das Ganze so an, dass wir eine größere Fläche zum Schraffieren haben, dass wir feinere Details einzeichnen können hier. Ne? Und dass wir dann im Prinzip auch nicht so viel spitzen müssen, weil wir jetzt hier ein bisschen mehr Mine haben. Auf eine ähnliche Art und Weise würde ich das auch bei den Kohlestiften empfehlen. Ja, also Kohlestifte sind ja einfach, im Prinzip haben eine Mine aus Kohle. Dadurch kann man im Endeffekt, hier zeichnet man ja mit so einem Grauton und hiermit kann man ganz schwarz zeichnen. Und hier funktioniert das auf die gleiche Art und Weise. Ich beschleunige das Video ein bisschen, damit ihr das Ganze im Schnellverfahren sieht, aber auf die gleiche Weise, ein bisschen vorsichtig sein, immer vom Finger weg, ja, hier einfach anspitzen. So, und jetzt bin ich hier bei dem Kohlestift bis zu der Mine vorgedrungen im Endeffekt. Der war vorher noch gar nicht angespitzt, das wollte ich euch einfach zeigen. Ich lasse jetzt hier unten noch ein bisschen was dran, damit er mir halt eben nicht wegbricht. Ja, das tut er schon mal ganz gerne, weil er sehr weich ist. Und ich lege hier ein bisschen größere Fläche frei, weil ich den ja spitzer machen möchte. So, und was ich hier machen möchte, ist, ich möchte jetzt hier eine Spitze machen. Und zwar, ich möchte im Endeffekt den Stift, ich zeige das hier mal mit dem anderen, ungefähr auf diese Art und Weise anspitzen. Ja, dass ich so eine flache Seite bekomme. Im Endeffekt keine flache Seite, sondern im Endeffekt wie so ein Bogen hier, damit ich damit ein bisschen besser arbeiten kann. Ja, bei Kohlestiften empfiehlt es sich so. Und dazu nehme ich jetzt hier vorne einfach das Ganze weg.
Wie du siehst, kannst du entweder einfach mit dem Messer arbeiten oder du kannst auch wieder einfach hier das Schleifpapier nehmen und dann vorsichtig, sei bitte mit dem Kohlestift vorsichtig, weil hier halt eben die Mine noch empfindlicher ist als bei einem Bleistift. Und dann einfach wieder so ein bisschen drehend das Ganze wegmachen. Ja, vorsichtig aufdrücken. Wenn du das Ganze hier so machst und du brauchst ab und zu mal diese Reste, um zu schraffieren, dann würde ich dir empfehlen, diese irgendwo in separaten Behälter aufzufangen und dann nachher vielleicht für deine Zeichnung zu verwenden. Und jetzt haben wir den Kohlestift im Prinzip jetzt so angespitzt. Du siehst, wie die Spitze sich jetzt verhält im Endeffekt. Damit lassen sich halt eben ganz gute, größere Flächen halt einzeichnen. Du siehst, ich habe hier wieder eine flache Seite, mit der ich arbeiten kann, ohne dass ich mit der Spitze auftreffe. Ja, ich kann hier auch wieder ein bisschen besser damit arbeiten, habe aber trotzdem eine Spitze, womit ich eventuell hier noch bestimmte Bereiche einzeichnen kann. In dem Fall ist das ein härterer Kohlestift. Je weicher der Stift ist, desto besser musst du mit dem Druck aufpassen. Aber deswegen haben wir hier so einen Bogen gemacht, um halt eben die Möglichkeit zu haben, entweder mit der flachen Seite zu arbeiten oder halt auch wieder mit der Spitze. Bei einem Kohlestift muss man dazu sagen, da muss man vielleicht ein bisschen öfters aufpassen, öfters spitzen, aber wir sehen hier, wie der Unterschied jetzt ist im Vergleich zu einem Bleistift. Da übe ich noch nicht mal so besonders viel Druck aus jetzt auf den Kohlestift, aber das Farbverhältnis, das sehen wir jetzt ja hier. Damit kann ich weitaus dunklere Bereiche zum Beispiel schraffieren. Nur nachher halt eben aufpassen beim Kohlestift. Das verwischt ziemlich einfach, ziemlich schnell. Da muss man halt nachher fixieren. So, das waren im Prinzip die Anspitztipps für Bleistifte. Wie weit du hier bei einem Bleistift die Mine tatsächlich freilegst, das überlasse ich dir. Manche empfehlen wirklich ganz viel Mine freizulegen. Ich würde dir empfehlen, am Anfang erstmal mit ein bisschen anzufangen und dann, je nachdem, wie wohl du dich fühlst, im Prinzip weiter hier die Mine freizulegen, und dann entsprechend damit zu arbeiten. Und beim Kohlestift, wie gesagt, da mache ich immer so einen Bogen eigentlich, um halt eben besser diese flache Seite nutzen zu können. Und bei diesem Stift, da ist das dann im Prinzip auch ähnlich. So, jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten kennengelernt, wie man einen Bleistift anspitzen kann. Jetzt kannst du einfach am besten deinen Bleistift anspitzen und dann weiter dich auf meinem Channel umschauen. Da findest du dann weitere Videotutorials, wo du direkt mit dem Zeichnen auch weitermachen kannst. Und schau auch gerne auf drawtut.com vorbei, da findest du noch weitere kostenlose Zeichentutorials und umfangreiche Zeichenkurse, mit denen du direkt voll durchstarten kannst. Egal was du tust, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zeichnen.